Happy Halloween, Leute, willkommen zurück zu Replay Oldschool, ich bin Max Holze und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Naja, nicht ganz Halloween, weil am 31. ist erst Halloween, am Montag, da ist wieder Kostüm-Action am Start. Aber Rockstar Games hat schon das neue Bike rausgehauen, zum Freitag die LCC Sanctus, hier dieses fette Skelett-Bike. Richtig episches Design, ihr könnt es kaufen auf southernsanandreassuperautos.com für extrem heftige 1.995.000 GTA-Dollar und es ist damit auch das offiziell teuerste Motorrad in GTA Online. Ich glaube, das zweiteuerste ist der Nihakuchu Drag, ja, müsste. Die LCC Sanctus kommt vom selben Hersteller wie die Avarus. Im Prinzip ist es eine Avarus, bloß dass ihr halt dieses Skelettdesign hier drauf habt. Das hat Rockstar Games so ein bisschen modifiziert. Also im Prinzip kann man sagen, eine modifizierte LCC Avarus. LCC bringt Liberty City Cycles, war eine, wahrscheinlich so eine Anspielung an Orange County Shoppers. Was haben wir hier? Wir haben ein Schutzblech in so einem Spinnenweben-Design und dann hier über den Tank, rings um den Tank, ist so eine Art Brustkorb, so richtig mit Rippen aus Metall. Vorne ein fetter Totenschädel, nicht zu übersehen. Da leuchten die Augen, wenn ihr halt Licht anmacht, dann leuchtet das. Und wenn ihr halt Fernlicht nochmal anschaltet, dann leuchtet es noch heller, so ein Rot. Der Lenker sieht übrigens irgendwie so aus, als ob das so wie, ja, so wie zwei Ohren sind, so wie zwei Fledermausohren. Ziemlich stylisch, auf jeden Fall richtig passend zum Skelett-Halloween-Thema. Grusel-Style da unten. Nochmal so eine Spinnweben-Abdeckung vor dem Motorblock und hier ein fetter Luftfilter, Chrom. Ich glaube, der ist custom, soweit ich weiß, sehen die anderen Luftfilter nicht so cool aus. Habt ihr noch so eine kleine Rippen da drin. Hier nochmal Abdeckung in diesem Spinnweben-Design, Spinnweben-Muster hinten, das hintere, ja, Schutzblech kann man ja nicht unbedingt sagen, weil wovor soll das schützen? Auch nochmal dieses Spinnenweben-Design. Jo, und das ist hier vom Look her schon mal die LCC Sanctus. Sanctus übrigens heißt auf, kommt vom Lateinischen her und bedeutet so viel wie Geist und ist, denke ich mal, auch eine klare Anspielung an den Film Ghost Rider von 2007 mit Nicolas Cage. Da ging es auch um dieses Hell Cycle hieß es da. Dieses Skelettmotorrad. Wer den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt reinziehen. Ziemlich cool. Passt jetzt, denke ich mal, auch zu Halloween. Wir werden jetzt mal kurz reinfahren in LS Customs mit der LCC. Ich wollte sagen, Avarus mit der LCC Sanctus. Und das Ding mal auftunen. Übrigens, neue T-Shirts gibt es auch noch. Da gucken wir nachher nochmal. Irgendwie habe ich gehört, dass man da mit der LCC Avarus, LCC Sanctus, meine ich, noch T-Shirts freischaltet. Oder ein T-Shirt, sondern mehrere. Wenn man die kauft, müssen wir nachher nochmal gucken. Erstmal Panzerung habe ich, glaube ich, schon getuned. Jo, Bremsen, Rennbremsen, Verkleidung. Was haben wir? Frontschutzbleche. Kurzes Tune. Alter, wer macht denn hier diese Standardteile drauf, wenn ihr schon diese coolen Spinnenweben-Schutzbleche habt? Also das mache ich auf jeden Fall nicht. Heckschutzbleche. Wir haben Fettail und Shorttail. Ich meine, ich zeige es euch trotzdem, was ihr so an Optionen habt. Aber ich werde auf jeden Fall diese Spinnenweben-Schutzbleche lassen. Benzintank. Wir haben wieder diese üblichen Erdnuss-Speeder, Bobber, klassischer und breiter Tuning-Tank, dann haben wir Riemenabdeckung, also da unten, wo sich der Antriebsriemen dreht. Chrom haben wir, da können wir was ändern, das ist halt schon, das sieht relativ normal aus, da ist nichts Cooles dran. Abdeckung, Sekundärfarbe, Chrom-Tuning, mal kurz ranzoomen, warte mal. Tuning, Abdeckung, Sekundärfarbe, Chrom-Abdeckung, offene Abdeckung, die sieht ziemlich cool aus eigentlich. Offene Chromabdeckung, irgendwas, was vielleicht ein bisschen passt zu dem Skelettdesign. Kanten, Sekundärfarbe, Chromabdeckung. Okay, nehmen wir vielleicht dies hier. Flammenabdeckung, Sekundärfarbe. Oder Chromflammenabdeckung. Ich glaube, ich nehme eher Sekundär, weil das passt dann zu dem Spinnenweben-Style Design. Ihr wisst, was ich meine. Die Schutzbleche und so. Jo, Flammenabdeckung, Sekundärfarbe nehme ich einfach mal. Dann, was haben wir noch? Das war es erstmal zur Verkleidung. Motorblock, halb verchromt. Motorblock sekundär, voll verchromt. Nehmen wir hier auch mal sekundär diesmal, weil ich glaube, beim letzten Mal hatte ich mich für Chrom entschieden. Dann, ja, EMS beste. Luftfilter, was haben wir noch? Chrom. Ja, da kommen wir ja zum Luftfilter. Das war ja der coole. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn gerade nicht. Ach, da vorne. Das ist der Standard-Luftfilter. Der sieht schon ziemlich nice aus. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt einen brauchen. Ich schalte mal ganz kurz durch. Ich meine, ihr kennt ja sowieso schon alle. Und hier, die sehen alle nicht so cool aus, die Tuning-Luftfilter, die ihr noch zur Auswahl habt. Ich glaube, ich lasse einfach den Standard-Luftfilter. Wir haben noch Auspuff, wir haben Drag-Pipes. Der Standard sieht okay aus, aber ich glaube, ich nehme hier noch von den Tuning ein. Schräger Seitenauspuff, gekürzter Doppelauspuff. Nee, obwohl. Nee, doch, ich bleib doch beim Standard-Auspuff. Der sieht doch am coolsten aus. Super, brauchen wir nicht. Scheinwerfer, Xenon, jo.
Ne, wobei. Aber das ist auch so ein Ding, ja. Wo, sieht das jetzt cooler aus mit Xenon-Scheinwerfer oder mit dem roten Licht von dem Totenkopf? Das ist eigentlich so original, dass der Totenkopf so böse guckt. Ich weiß nicht, ob er immer noch böse guckt, wenn er jetzt Xenon habt. Müsst ihr selber entscheiden, aber ich glaube, ich lasse auch hier Standard. Dann haben wir Design, rote Flammen. Blaue Flammen. Achso, okay, nur der Tank. Ah, nur der Tank, alles klar, ich schalte mal kurz durch. Klassische Linierung. Patriotische. Nee, das passt überhaupt nicht. Ich glaube, ich nehme irgendwas mit Flammen, weil ihr wisst ja, Hellcycle, Ghost Rider, Zielstreifen. Mal kurz durchschalten. Nur, dass ihr halt wisst, wie es so ungefähr aussieht, was ihr so tun könnt. Dann nehme ich mal rote Flammen vielleicht. Ich weiß nicht. Ich mache dann erstmal die Farbe. Ich nehme jetzt erstmal kurz. Und dann werden wir nachher nochmal schauen, weil das kommt jetzt nicht so gut durch. Hier, gelb auf schwarz, Standard-Nummernschild. Dann eine Lackierung. Primär machen wir. Würde ich mich mal für ein Matt entscheiden. Ich finde hier Metallic Glänzen nicht so geil. Jo, ich glaube, das sieht ganz cool aus. Nehmen wir mattes Schwarz für die Primär. Mit einem, ich glaube, noch einen Torino-roten Perleffekt. Da gehen wir mal einmal auf Metallic kurz. Wechseln kurz was um beim Nummernschild. So. Und dann gehen wir wieder auf Lackierung Primär. Und auf Perleffekt. So, und dann nehmen wir hier den Torino-roten Perleffekt. Hier haben wir den. So, das sieht immer cool aus bei Schwarz, mattem Schwarz. Und dann bei der Sekundärfarbe, ich ändere mal kurz das Nummernschild, gelb auf schwarz, so. Bei der Sekundärfarbe würde ich mich auf jeden Fall für ein mattes Torino-Rot entscheiden, glaube ich. Warte mal, gucken wie das aussieht. Wobei, wir haben ja gar kein Torino-Rot. Verdammt. Ich habe gerade nämlich überlegt, ob ich jetzt vielleicht Sekundärfarbe Mattschwarz mache, aber ich glaube nicht. Ich glaube, ich lasse den Totenkopf in Rot, weil roter Totenkopf sieht einfach krass aus. Das kommt übelst gut raus. Ich lasse es jetzt einfach so in Rot. Was haben wir noch? Getriebe, ja, der Standardkram. Ich glaube noch Turbo. Jo. Und Reifen. Felgentyp. Hier nehme ich bei Vorderrad Chromfelgen, und zwar die, sind das die Razer, die Standardfelgen? Ich weiß es gar nicht. Mal durchschalten. Mal kurz gucken. Sieht aus wie die Razer, oder? Nein, nehmen wir mal die Razer jetzt für Vorderrad. Und auch für Hinterrad würde ich auch Razer nehmen, weil passt einfach super geil, weil ihr habt halt diese ganzen Details und scharfen Kanten. Passt zum Skelett-Horror-Design. Halloween-Design. Hinten auch Razer genommen. Ja, und jetzt halt nur noch Reifenmuster, Tuning-Reifen. Ich glaube, das ist ja drüben der Atomic-Schriftzug. Jo. Das genommen. Nochmal schusssicher, Reifenqualm. Dann auf jeden Fall auch roter. Ich kann euch immer kurz zeigen, wie das in der Sekundärfarbe schwarz aussehen würde. Wenn wir mal so durchschalten. So würde es aussehen. Oder wir machen es so. Das ist ja auch ziemlich cool. Ich glaube, ich mache es so. Weil da kommt ja noch der Torino-rote Perleffekt richtig schön durch. Und das sieht so aus, als ob der Schädel, ja, so eine, keine Ahnung, so eine glänzende rote Glatze hat oder so. Keine Ahnung. Machen wir einfach. Jetzt hat es mich doch überzeugt. Ich glaube, das Rot war ein bisschen too much, aber so gefällt es mir ganz gut, wenn es so nur so ein bisschen durchkommt. Was haben wir noch? Ich glaube, das war's jetzt. Reifen hatten wir. Jo. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das Ding mal von draußen an, in der feinsten Sonne Los Santos. Schauen wir uns mal an, wie es aussieht. Unser lachender Totenkopf. Unser böse lachender Totenkopf. Kurz in die Sonne stellen. So schöne, voll aufgetunte LCC Sanctus nach vollem optischen Tuning. Ah, das sieht mega aus. Gerade jetzt, ich meine, im Dunkeln sieht man es ja nicht so, aber jetzt bei Sonnenschein könnt ihr euch ja selber entscheiden, was ihr tunen wollt. Entweder rot dann oder halt eher so schwarz mit einem Perleffekt. Jetzt kommt der Perleffekt richtig schön durch bei Sonnenschein. LCC Sanctus, jo, nach vollem optischen Tuning, was wir so gemacht haben zumindest. Ich habe ja das meiste habe ich ja so gelassen, den meisten Kram, weil der, wie soll ich sagen, die originalen Skelettteile, wie der Brustkorb und die Spinnenweben-Schutzbleche, sehen halt einfach am geilsten aus, mal jetzt ohne Witz. Jetzt nochmal ein kurzer Soundcheck nach dem Tuning. Nice, richtig schöner grölender Chopper-Sound und jetzt nochmal eine Runde um den Block. Ja.
Ihr habt schon gesehen, Wheelie ist ziemlich einfach möglich mit der Sanctus. Ungefähr so im fünften Gang hört ihr dann auf mit dem Wheelie machen. Und was auch geht, was mich auch gewundert hat, was ziemlich krass ist, finde ich, für eine Chopper, das machen, soweit ich weiß, die wenigsten. Oder ich weiß gerade nicht, welche Chopper das macht. Aber ihr könnt damit auch ein Stoppie machen. Das ist ziemlich cool. Achtung. Hier. Und das echt lang und leicht. Das geht echt leicht und ihr macht echt einen langen Stoppie. Das finde ich ziemlich cool. Ja, ansonsten müsst ihr halt selber entscheiden, lohnen sich fast 2 Millionen GTA-Dollar für eine Chopper? Ich meine, für das Design, ja, vielleicht. Aber ansonsten könnt ihr mit der Chopper nicht viel machen. Ich meine, ihr könnt keine großartig Rennen gewinnen oder so, ist ja nichts für Rennen. Aber es ist halt nur für optisches Tuning, nur für Tuning-Treffen, Bike-Tuning-Treffen, Motorrad-Fans und so weiter. Ja, müsst ihr selber wissen. Das war's jetzt zum Live-Tuning von der neuen LCC Sanctus, dem neuen Bike, zu Halloween. Und wir schauen jetzt nochmal kurz, was uns Rockstar Games noch an T-Shirts reingepackt hat. Bis gleich. Bin jetzt mal in den Klamottenladen gegangen und jetzt müsst ihr auf Spezialtops gehen. Und dann war es hier bei Filme. Da habt ihr zum Beispiel Gemetzel und andere Hobbys, Butchery and other Hobbies. Und dann noch Zwielichtklinge, Twilight Knife steht da. Also so ein schwarzes Haus mit schwarzen Bäumen, brennt irgendwie Licht. Und dahinter ist so eine wie Art riesige rote Sonne. So eine riesige Abendsonne und darüber steht noch was über Twilight Knife. Don't shower alone, don't turn off the light. Also dusch nicht alleine und mach auch nicht das Licht aus. Ich denke mal eine Anspielung an Psycho und vom Design erinnert es mich ja irgendwie an, lass mich überlegen, Tanz der Teufel oder Blair Witch Project, sowas in der Richtung. Ich meine die anderen hier, die sind soweit ich weiß neu, alt, die ganzen hier. Wobei das hier müsste auch, ja da steht Halloween Surprise Gegenstand, das müsste auch neu sein. Bloß jetzt weiß ich nicht, könnt ihr mal schreiben, ob ihr die alle habt oder ob zum Beispiel eins fehlt, weil irgendwie sollte es ja so sein, dass man, wenn man die Sectors kauft, noch ein T-Shirt kriegt oder so. Vielleicht das hier, ich weiß es nicht, Cheerleader Massacre. Bin mal kurz zum Maskenladen gegangen, da habt ihr jetzt auch wieder diese Halloween-Masken. Ich glaube, es ist nichts Neues dazugekommen, soweit ich weiß. Ich kann ja mal kurz durchschalten, aber alle, die ich hier sehe, die kenne ich soweit. Ihr könnt ja nochmal in die Comments schreiben, falls ich noch was vergessen habe, aber ich glaube, das war alles, was ich euch jetzt gezeigt habe. Also die Sanctus, die paar T-Shirts, jo. Und das war's zur Halloween Surprise. Das ganze andere ist ja alt, das kennt ihr ja. Und könnt ihr mal auch schreiben, was ihr zu Halloween macht. Ich werde mir auf jeden Fall ein paar coole Filme reinziehen. Irgendwas so in der Richtung, so Thriller oder Horror, irgendwas. Muss ich mal gucken. Ansonsten, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus. Peace out, bye bye, ciao, ciao.